Kleiner Fun Fact, ich habe dieses Video, was ungefähr 27 Minuten lang war, gerade schon mal aufgenommen. Und zwar ohne Mikrofon. Und das habe ich erst hinterher festgestellt. Und ja, darum muss ich jetzt leider nochmal von vorne anfangen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Spiel hatte ich gar nicht auf dem Schirm, bis sich dann plötzlich die positiven Berichte darüber gehäuft haben. Und dann war es plötzlich im Game Pass verfügbar und dann dachte ich mir, okay, letztes Mal runter, spielst du mal an. Und jetzt guckt mal, was aus meiner kleinen Anspiel-Session schon geworden ist. Möchte euch heute kurz mal die Funktionsweise des Spiels erklären und euch nebenbei noch mein kleines Dorf zeigen. Wir fangen einfach mal an, hier mit so einer Hofstätte. Hofstätten sind nichts anderes wie Bauernhäuser, also Wohngebäude. Die Wohngebäude haben Bedürfnisse und Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel Wasserzugang oder Kirchenstufe. Sie haben Zugriff auf den Markt, den ich euch später noch erkläre, also Brennstoffstand, Lebensmittelstand und Bekleidung, möglicherweise auch auf Kriegsausrüstung, damit habe ich mich bisher aber noch gar nicht befasst. Dann ist die Frage, ist Brennstoff vorhanden? Das ist der Fall und wir sehen hier auch, welche Familien in diesem Gebäude wohnhaft sind. Und wenn wir hier mal die gelben Pfeile verfolgen, dann stellen wir fest, dass die gerade alle ihrer Arbeit nachgehen, mehr oder weniger. Und wir stellen vor allem auch fest, dass die Brennholzhauer sind. Und das bringt uns zu unserem ersten Produktionsbetrieb. Hier wurde gerade ein Baum gefällt. Wir klicken mal die Brennholzhütte an. Da sind zwei Familien beschäftigt. Und deren Aufgabe ist es, hier aus dem umliegenden Wald, aus den umliegenden Bäumen, Brennholz herzustellen. Das Brennholz sehen wir wiederum hier oben. Wir haben 212 Brennholz. Das ist wichtig für den Winter. Und drum habe ich hier auch zwei Familien eingespannt. Hier im Mittelalter ist es so, dass immer die ganze Familie in einem Betrieb arbeitet. Und diese Familie betreibt vermutlich, so wie ich das verstanden habe, auch den Brennholzstand. Hier auf dem Marktplatz, wo sich wiederum alle anderen Bewohner halt versorgen können mit Brennholz. Das ist eines der wichtigsten und ersten Produktionsgebäude. So, wir können das Ganze natürlich auch drehen und können jetzt beobachten, wie der Baum hier zerkleinert wird. Und wir können also unfassbar nah ranzoomen. Und das sieht trotzdem noch gut aus, also für ein Aufbaustrategiespiel. Ich bin total begeistert. Mir macht das Spiel auch großen Spaß. Drum habe ich es hier schon so weit gebracht. So viel also zur Brennholzhütte. Neben dem Brennholz gibt es aber auch Baumaterial. Für Baumaterial brauchen wir wieder einen extra Produktionsbetrieb, der Bauholz abbaut. Und da kommt das Holzfällerlager hier zum Einsatz. Ihr seht, die waren auch fleißig hier ringsrum. Alles abgebaut schon. Und aus den Bauholzmaterialien können wiederum Bretter hergestellt werden. Das findet hier neben der Brennholzhütte in der Sägegrube statt. Auch da arbeiten wieder Menschen. Es ist immer wieder das gleiche Prinzip. Wir können übrigens auch Vieh zuweisen. Es gibt sogenannte Ochsen. Der läuft hier gerade und dem seine Aufgabe ist es halt, Bauholz hin und her zu transportieren, zum Beispiel, oder auch andere Materialien. Und hier haben wir auch einen Anbindebalken, wo wir unsere Tiere halt anbinden können. Gut, dann gibt es hier Beerenbüsche. Oh, das war falsch. Die Beerenbüsche sind hier. Inzwischen haben wir es August. Die sind komplett abgeerntet.
Wir haben eine Sammlerhütte, da arbeitet aber niemand, weil es ja auch nichts mehr zu ernten gibt. Hier oben ist die Lebensmittelanzeige. Fleisch, Beeren. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Holz. Es arbeitet halt eine Familie dort, die Beeren pflückt, bis nichts mehr da ist. Und nach diesem Prinzip funktioniert auch das üppige Wildtiervorkommen hier, beziehungsweise das Jägerlager. Und hier wird nicht nur Fleisch erzeugt, sondern auch Leder, das wir später wieder weiterverarbeiten können. Kommen wir noch zu. So, dann gibt es hier ein Feld, mein Weizenfeld. Und ich glaube, hier wird bald geerntet. 6 Tage dauert es noch. 33% Pflanzenwachstum. Das ist mein Weizenfeld. Grundsätzlich können wir alle Feldfrüchte hier anbauen. Im Moment haben wir uns natürlich für Weizen entschieden. Wir sehen das später noch im Baumenü. Damit so ein Feld betrieben werden kann, braucht es Arbeitskräfte und die werden hier im Bauernhaus beherbergt. Das sind die Familien, die sich ums Feld kümmern. Außerdem gibt es hier noch eine Schafszucht. Auch hier ist eine Familie tätig, nebst zugehöriger Weide. Hier können wir auch den Viehbestand einsehen. Wir haben zurzeit 3 Schafe. Beziehungsweise ich glaube, ich habe ein Schaf nur und 2 Lämmer. Also, und die sind alle weiblich. Also mit Fortpflanzung wird das hier leider auch erstmal nichts. Denn die Tiere mussten alle über diesen Viehhandelsposten hier importiert werden sozusagen. Und die geben hoffentlich bald mal Wolle ab. Da spekuliere ich drauf. Aber ich habe auch drauf spekuliert, dass die sich bald vermehren und wie gesagt, aus verschiedenen biologischen Gründen dauert das wahrscheinlich noch eine Weile. Das ist die Schafszucht. Dann gibt es hier eine Gerberei. Die macht, die verarbeitet das Leder weiter vom Jägerlager. Diverse Hofstätten. Übrigens, zu den Hofstätten wollte ich noch was sagen. Die kann man nämlich auch ausbauen. Mit Gemüsegärten, Hühnerstall, Ziegenstall oder Apfelgarten. Das alles kostet Geld. Davon habe ich leider zu wenig. Das wird uns hier angezeigt. Aber grundsätzlich ist das schön, dass hier noch Ressourcen produziert werden können. Gehen wir weiter. Hier ist die Abbaugrube für Eisenerz. Das Eisenerz wird dann im Rennofen weiterverarbeitet. Ja, das ist ein Schreibfehler und das ist auch ein ziemlich dummer Fehler. Aber das ist irgendwie auch Absicht. Ich zeige euch das später noch. Vielleicht, ich glaube, das hat irgendwelche programmiertechnischen Hintergründe, warum der Rennofen heißt. Ich hoffe, das ändert sich noch. So, und in diesem Rennofen werden halt aus den Eisenbarren und Brennholz aus Eisenerz und Brennholz werden Eisenbarren. Und in der Dorfschmiede wiederum kann man das Ganze höchstwahrscheinlich in Werkzeug verwandeln. Möglicherweise sogar in Waffen. Das habe ich ja vorhin auch schon mal ganz kurz angeteasert. Ich vermute, dass das hier alles über die Dorfschmiede geht. Dann möchte ich noch kurz das Lagerhaus erklären. Hier sind meine sämtlichen Handwerksmaterialien eingelagert. Das sollte man relativ zeitnah bauen. Ich habe es sogar schon ausgebaut, damit mehr Zeug da reinpasst, weil sonst das überschüssige Baumaterial auf der Straße liegt und der Witterung ausgesetzt ist. Das ist nicht gut. Deswegen das große Lagerhaus. Dort werden alle Handwerksmaterialien gesammelt und im Speicher.
Da wird Nahrung abgelegt für den Winter in der Weberei, wird logischerweise aus Wolle Garn hergestellt. Hier diverse Hofstätten. Hier diverse Hofstätten, die aktuell noch im Bau sind. Eine Holzkirche, die im Bau ist. Die schon erwähnten Marktplatzstände. Und hier ganz rechts haben wir noch ein Steinmetzlager. Das ist ein bisschen abseits. Ich weiß nicht genau, ob das hier funktioniert langfristig. Werden wir sehen. Ich meine, ich hätte irgendwo auch noch eine etwas in Bau gegeben, in Angriff genommen, was mit Steinweiterverarbeitung zu tun hat. Das finde ich gerade aber nicht. Bin ich gerade unsicher. Gucken wir gleich nochmal. Das waren mal so die wesentlichen Handwerksbetriebe von meinem Dorf. Das war schon relativ viel Arbeit mit dem Dorf. Weiß nicht genau, wie viele Stunden ich hier investiert habe, aber boah, war auf jeden Fall relativ viel, also mindestens 4, 5 Stunden, genau kann ich es euch nicht sagen. Gucken wir uns mal noch kurz oben hier die Ressourcen an. Das sind die nicht zugewiesenen Familien. Die sind wichtig, eben weil die sich um Transport und den Bau von Gebäuden kümmern. In dem Fall also hier um die Holzkirche, die aktuell im Bau ist. Die ist auch bald fertig. Das sind zugewiesene Familien. Die beschränken sich auf die Arbeit, die ihnen zugewiesen wurde. Das hier geht übrigens automatisch. Die machen das alles von alleine, also Bau und Logistik. Das ist der Wohnraum, der zur Verfügung steht. Baut oder erweitert eure Hofstätten, um mehr Wohnraum zu schaffen. Das ist die Gesamtbevölkerung. Ihr seht, die Familien können unterschiedliche Stufen haben. Die Zufriedenheit der Bevölkerung, die öffentliche Ordnung, Regionsvermögen, Viehbestand, Anzahl der Monate bis zur Erschöpfung der Vorräte. Das sind also 8 Monate. Man muss dazu wissen, im Winter werden die Dinge doppelt so schnell verbraucht. Also 8 Monate ist ganz ordentlich. Das sollte über den Winter reichen. Das ist sozusagen die Zusammenfassung aus Nahrung und Brennstoff, was eben noch vorrätig ist. Baumaterial, Nahrung, Brennstoff, Feldfrüchte. Der Weizen ist bald fertig, denke ich zumindest. Dann finden wir hier Handwerksmaterial, Gebrauchsgüter und Militär. Wenn wir auf die Stadt selber klicken, können wir die nicht nur umbenennen, sondern wir können auch Skillpunkte verteilen. Davon habe ich allerdings momentan noch keine. Und davon abgesehen können wir hier auch Gesetze erlassen. Da brauchen wir aber auch Punkte für. Also, wenn sich unsere Stadt weiterentwickelt, können wir die auch skillen sozusagen oder spezialisieren vielmehr. Ja, dann gibt es noch so Kleinigkeiten, die man halt braucht für eine funktionierende Siedlung. Neben der Kirche, die ich jetzt relativ spät in Angriff genommen habe, ist das zum Beispiel ein Brunnen. Wo ist denn mein Brunnen? Der ist hier. Ja, der versorgt halt wieder die Hofstätten mit Wasser, logischerweise. Ja, den Anbindebalken habe ich auch schon erklärt. Eigentlich habe ich jetzt schon so ziemlich alles erklärt. Dann können wir uns unten mal noch dem Baumenü widmen. Oh, ich glaube, die ernten hier langsam, ne? Das sieht schwer danach aus. Ganz links ist der Bereich Straßen. Straßen sind relativ einfach zu bauen. Ich baue jetzt hier keine, weil ich habe ja genug. Aber wir klicken einmal und verbinden das dann mit dem zweiten Punkt. Und das war's. Alles andere geht automatisch.
können auch Krümmungen anpassen und so. Das habe ich aber alles noch gar nicht gemacht. Das entdecke ich jetzt gerade erst. Das ist relativ übersichtlich, der Punkt. Dann gibt es die Einstellungen, die Hilfe, die Karte. Ihr seht, wir sind hier nur eine kleine Region innerhalb vieler Regionen, auf die wir keinen Einfluss haben, aber wir können die, glaube ich, sogar erobern im Lauf des Spieles. Können natürlich auch erobert werden. Das wäre deswegen wäre es wahrscheinlich doch sinnvoll, irgendwann mal mit der Militärproduktion anzufangen. In die Karte kommen wir übrigens auch, indem wir ganz weit rauszoomen. So, die Kirche ist fertig. Wunderbar. Theoretisch würde ich da jetzt gerne eine Familie zuweisen. Das Problem ist nur, dann habe ich keinen mehr, der sich um andere Dinge kümmert. Na, ich würde das trotzdem mal so machen wollen. Vor allem, wenn hier geerntet ist, kann ich da gegebenenfalls auch wieder jemand abziehen. Also ihr merkt schon, ihr müsst ein bisschen auf die Verteilung eurer Arbeitskräfte achten. Ich habe übrigens einen Tag-Nacht-Rhythmus aktiviert. Der ist standardmäßig nicht aktiviert. Standardmäßig ist hier immer Tag. Ich finde es so aber dezent schöner. Ja, der Bereich Armee. Hier können wir neue Einheiten erstellen. Wie gesagt, damit habe ich mich noch gar nicht befasst. Ich habe zwar Rekruten, aber überhaupt keine Waffen. Die müsste ich mal erst noch herstellen. Wir können aber auch Söldner anheuern, wofür wir selbstverständlich Gold brauchen. Davon habe ich auch noch keins. Und dann kommen wir jetzt zum wohl umfangreichsten Menü, nämlich dem Gebäudemenü, das sich in zahlreiche Unterkategorien unterteilt. Ah, und ich merke gerade, wenn man das anklickt, das Gebäudemenü, dann kann man hier auf die verschiedenen Raster zugreifen. Aha, ich stelle gerade fest, ich habe hier unten noch eine Lehmabbaugrube am Start. Die habe ich schon wieder ganz aus den Augen verloren gehabt. Lass mir hier die Ansicht mal wieder zurechtdrehen. Hier ist der Brennofen im Bau. Ja, vor allem der Rennofen, hier der Brennofen. Ich denke, wie gesagt, dass das programmiertechnische Gründe hat. Hier habe ich ein Steinmetzlager. Und ganz weit weg hier hinten eben die Abbaugrube für die Lehmproduktion. Der Brennofen ist noch im Bau. Und der veredelt uns dann, glaube ich, Stein. Gut. So viel zu den Layern hier. Ach ja, die Layer, genau. Flachsfruchtbarkeit, Gerstefruchtbarkeit. Feuergefahr, Gerüche, Flachs, Weizen. Also mit Weizen liege ich hier ganz gut. Grundwasser. Kein Overlay. Jetzt habe ich mich vom Overlay ablenken lassen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist das Baumenü. Hier finden wir im Bereich Sammeln das Holzfällerlager wieder, die Brennholzhütte, die Sägegrube, das Forsthaus. Damit können wir abgeholzte Wälder wieder aufforsten. Später gibt es dann noch einen Kohlenmeiler, wo wir Brennholz in Kohle verwandeln können. Hier taucht das Jägerlager wieder auf und die Sammlerhütte. Außerdem gibt es noch ein Bienenhaus, wo wir Honig produzieren können. Das alles im Bereich Sammeln. Im Bereich Bergbau finden wir eben das Steinmetzlager und die Abbaugrube. Die gilt für Eisenerz und Lehm. Die bauen wir einfach über das jeweilige Vorkommen. Dann gibt es den Bereich Logistik mit dem Speicher, den ich euch gezeigt habe, dem Lagerhaus,
Außerdem gibt es eine Packstation, wo wir innerhalb eigener Region handeln können. Ich habe aber nur diese eine Region im Moment. Der Anbindebalken, der schon erwähnt wurde. Der Bereich Wohngebäude mit der Hofstätte, dem Brunnen, dem Marktplatz. Später gibt es dann noch Brennholzkarren und Lebensmittelkarren. Es gibt eine Taverne, davon muss ich aber erstmal lernen, wie man Bier herstellt. Die Kirche, die wurde ja gerade fertiggestellt, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und die Leichengrube, wenn es irgendwie zu Erfrierungen oder Krankheiten kommt, dann sollte man die Toten nicht auf der Straße rumliegen lassen. Deswegen die Leichengrube. Ich hoffe, dass ich die nicht so schnell brauchen werde. Dann gibt es den Bereich Landwirtschaft. Hier können wir eben Felder bauen. Das gilt für alle Weizenarten. Also wir können hier nächstes Jahr was anderes drauf pflanzen, theoretisch. Bauernhaus, Weide, Schafzucht. Dann gibt es eine Windmühle, die Korn zu Mehl mahlt. Und eine Bäckerei bzw. einen Gemeinschaftsofen. Das bauen wir gleich mal, wenn hier das Weizenfeld abgeerntet ist. Das dürfte, wie ihr hier seht, in Echtzeit auch bald der Fall sein. Weiter geht's mit der Industrie. Der Rennofen, die Dorfschmiede, der Brennofen. Übrigens in der Dorfschmiede, ja, da werden Eisenbahnwerkzeuge. Da werden Werkzeuge angefertigt. Wie macht man denn dann Waffen? Die muss man vielleicht kaufen. Es gibt die Melzerei zur Bierherstellung. Dazu brauchen wir allerdings Gerste. Die Gerberei, die ich schon erwähnt habe, und die Weberei. Aha, heute werden erst zu Leder verarbeitet. So rum läuft das. Aus Wolle wird Garn, aus Flachs wird Leinen. Färberei kommt für mich momentan nicht in Frage. Ich brauche meine Bären zur Nahrungsversorgung. So, dann können wir hier einen Handelsposten bauen. Ich glaube, das ist das nächste Projekt, was ich in Angriff nehmen werde. Den Viehhandelsposten habe ich erwähnt. Und dann gibt es noch die Verwaltung Siedlerlager. Das ist etwa das, was wir hier am Anfang vorfinden, bevor wir die erste Hofstätte bauen. Oder besser gesagt, die ersten fünf. Und dann gibt es noch ein Herrenhaus. Das ist meine Behausung, die ich irgendwann mal bauen kann. Ich kann hier Buschwerk entfernen und einen Bildstock hinstellen, der rein kosmetischer Natur ist. Boah. Könnte ich aber natürlich trotzdem machen. Warum denn eigentlich nicht? Ja, und damit habe ich euch eigentlich soweit im Wesentlichen das Ganze hier vorgestellt. Ihr habt mein Dorf gesehen. Mir macht das Spiel großen Spaß. Hinterlasst mir gerne mal euren Kommentar dazu. Was haltet ihr davon? Spielt ihr es auch? Habt ihr eine bessere Strategie wie ich? Vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zusehen, Abo und oder Like nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.